Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer klitzekleinen neuen Episode von der Trash Horror Collection. Es geht weiter, es wird gruselig, vielleicht sogar traurig, vielleicht auch lustig, vielleicht auch ekelig, wer weiß das schon so genau. Freunde, erstmal möchte ich mich bedanken bis Folge 4. Ich nehme ja immer ein paar Folgen im Voraus auf, ne? Deswegen ist das mit diesen Super Thanks immer so eine Sache. Wenn ich täglich aufnehme, kann ich auch täglich Super Thanks mit vorlesen, ne? Nehmt's mir nicht übel, wenn ich halt Super Thanks auch erst vorlese, bis, ne? Ich nehme immer die Super Thanks für das einzelne Projekt, die ich vorlese, falls sich jemand wundert, ne? Ich nehme nicht einfach alle, die jetzt auf verschiedenen Videos sind, sondern, ne, wenn ihr bei Tavern Manager einen Euro raushaut oder so, dann lese ich das auch in dem Spiel entsprechend vor. Wir haben bis Folge 4 da haben wir Admiral Niveau. Dankeschön, Admiral Niveau. Vielen Dank für den Support und natürlich auch einen großen Dank an alle anderen Menschen, die da draußen unterstützen und ganz viel Liebe dalassen für den alten Kreis mit Bewertungen, Kommentaren oder auf Steady. Und wir gehen rein. Oh nein, ich bin viel zu weit. Was ist hier? Night Revenge? Nein, hier, Island Mystery. So, Joseph ist nämlich der Fischersmann, der auf einer einsamen Insel strandet, nachdem sein Boot gesunken ist, und er fängt an, die Insel zu erforschen. Mal gucken, ob das so ein Leuchtturm-Game-mäßig wird, oder wir wissen es nicht. Es ist immer irgendwie, es ist cool. Es arbeitet mit verschiedenen Facetten der psychologischen Ängste. Es gibt ja mehrere Ängste. Die Angst vor Blockflöten ist zum Beispiel extrem in der Bevölkerung veranlagt und sollte behandelt werden, denn niemand mag Blockflöten blasen so gern wie Kreis. So. Da ist er wieder, Pasquale. Marco, David O'Neill. Uncle Sam ist auch da. 6. August 1945. Das Fischerboot ist gestrandet. Wow, okay. Alles so Sepia-mäßig unterwegs hier, ne? Jetzt sieht man natürlich ganz, ganz schlecht. Der Nebel lässt nicht sehr viel zu. Hier hat ein einsamer Fischersmann gesessen, getrunken und wahrscheinlich geangelt. Aber hier haben wir ein altes Hotel. Hä? Da hat sich doch gerade jemand versteckt. Hallo, Sie brauchen sich nicht von mir zu verstecken. Ich möchte Ihnen nur helfen. Ich möchte Hilfe suchen, sagen wir es mal so. Hier kommen wir nicht weiter. Hier treppen wir mal rückwärts runter, ist total sicher. Ja, Leute, die mich kennen, wissen, dass ich Treppen immer schräg laufe. Also ich weiß nicht, ob ihr das jetzt... Ich laufe gerade, aber ich halte den Körper schräg, die Füße schräg sozusagen, damit ich mehr Auftrittsfläche habe. Weil ich schon so oft bei Treppen irgendwie abgerutscht bin, weil ich die dann nur mit der Ferse erwische oder so und dann... Ich laufe Treppen immer schräg mit den Füßen. Menschen, die mich kennen, wissen das. Und Menschen, die mich nicht kennen, wissen das jetzt auch. Hallo! Wohnen Sie hier? Guten Tag. Können Sie mir helfen? Ich bin hier gestrandet. Shock them. Wie shock them? Wie denn? Entschuldigung? Entschuldigung. Stehen da im Nebel rum. Ich brauche halt mal ein bisschen Hilfe. Oh, oh. Was war das? Was war das? Wollen Sie mich etwa verkacknussen? Unbändige See. Hallo, ist denn hier wirklich niemand? Ich weiß doch, dass hier jemand ist. Ich habe euch schon gesehen. Macht mal keinen Miesen jetzt. Hey Leute. Helft mir doch mal.
auch niemand. Jetzt hier nochmal lang. Wir müssen jetzt hier so ein bisschen Dora Explorer mäßig die Insel erkunden, ne? Hallo? Seid ihr noch da? Ne, jetzt sind sie weg. Könnte jemand eventuell mein Schiff reparieren? So hotelmäßig. Guck mal, hier ist doch noch ein Weg. Wie geht das? Hat irgendwas ge... Boah. Ja. Gehört das denn hier zur Fauna, oder? So Krähenvögel gibt es ja relativ viele. Vermehren sich ja auch in Deutschland sehr unkontrolliert, ne? Na, guck mal, hier ist doch was. Hallo? Entschuldigung. Hallo, ist denn hier niemand? So richtig gut eingerichtet seid ihr nicht. Muss ich ja mal sagen. Die Bauweise an sich finde ich ja interessant, aber... Ist das da hinten? Pixelbrei. Hallo, das ist nicht förderlich. Ich habe noch Vorräte auf meinem Boot. Wir können teilen. Treppen klingen echt gruselig. Ich könnte auch irgendwie was unterstützend vielleicht. Ich bin Fischer. Ich kenne mich ein bisschen aus. Vielleicht können wir da zusammen irgendwie... Wobei, die leben hier auf einer Insel. Werden wahrscheinlich selber ihr Fisch fangen können. Ich will ja auch nur irgendwie helfen. Gehen wir mal hier oben rein. Da ist nix. Spielt auch so ein bisschen mit Orientierungslosigkeit, ne? Weil man irgendwie dann... Man fühlt sich so verlaufen. Weil man nicht weiß, war ich hier schon? War ich hier noch nicht? Hier sind Kisten. Oh, Wo ist es hingegangen? Bist du ein Kind? Wow. Versucht mich umzubringen. Das ist sicherlich nur ein Unfall. Okay, hallo, ich habe einen Schlüssel gefunden. Was auch immer der ist. Vielleicht hier hinten. Ja.
Oh mein Gott, was ist jetzt los? Hä? Hallo? Bist ein ekliges Ekeltier. Offensichtlich. I need to remove the wood. Ja, dann. Weißt du, er bringt zwar das Problem auf, aber die Lösung hat er keine Lust, sich dran zu beteiligen, oder wie? Hallo Sie? Entschuldigung. Können Sie mir eventuell helfen? Ich wollte gern... Es ist irgendwie eklig, so beobachtet zu werden. Ja, so weiter als hier zurück geht's nicht, weil wir können nicht springen. Brrr, wie die Treppen läuft. Hier habe ich jetzt nichts drin gefunden. Hier geht's nicht hinter. Beobachtet der mich eigentlich schon die ganze Zeit? Ist hier noch was in der Kiste? Nee. Pacific Village? Irgendwas? Ist denn hier jemand? Also ich weiß, wo jemand ist, aber... Macht der die Tür nicht auf? Liegt hier irgendwas rum, womit ich... Ah, guck mal, hier geht's nach oben. Das haben wir noch nicht gesehen. Aha. Okay, die Kisten hier bringen aber nichts. (lacht) 729.
Moment. Da stand ja die... Da stand ja die Dings vorhin noch. Padlock, need a key. Da stehen sie alle, hallo. Leute. Aber die ist jetzt auch weg. Jetzt keine. Ich habe jetzt nichts gefunden, wo ich das eingeben könnte. Ja, die beobachtet mich da immer noch. Gehen wir auch mal hier hoch. Hier sind ganz viele Fragezeichen. Noch mehr Fragezeichen. Fragezeichen. Überall. Irgendwie ein bisschen komisch. Da drüben ist das 729 Haus. Ist aber nicht mehr da, um mich zu beobachten. Ah. Ah. 7, 2, 9. Hallo? Hab euch doch gesehen, wo seid ihr denn? Guck mal, hier sind Bier und so. Ihr seid doch eigentlich gesellige Menschen, oder nicht? Ah, Crowbar. Eimer. Hm. Das ist ein bisschen mysteriös hier. Oh, hallo? Was ist denn jetzt schon wieder los? Wieder. Wir starten immer hier, wir sind in irgendeinem Loop. Noch ein Schlüssel. Der geht dann hier, oder? Nee, hier. Da hinten stehen sie doch noch alle. Jetzt sind sie weg.
Das ist so eine Love Turn Pain. Love. Okay. The truth became a lie. Die Lüge. Die Wahrheit wurde eine Lüge. Aus dem Tag wurde Nacht. Das Wasser hat sich in Blut verwandelt. Das Leben wurde zum Tode. Liebe wurde zu Schmerz. Okay, also müssen wir wahrscheinlich hier noch mehrere... Hier liegt ein Auto, wie auch immer das hier hinkommt. Wasser wurde zu Blut. Nacht wurde zum Tag. Oder? Also Wasser wurde... Die Wahrheit wurde eine Lüge. Death wurde zu life. Oder? Nee. Blood Day. Night wahrscheinlich noch. Pain. Truth wurde lie. Day wurde night. Wasser blood. Live in death, love in pain. Also immer das Fiese. Pain. Blood, day wurde zu night. Truth wurde lie. Und das wurde death. Ah, okay. Oh nein. Gott, wo bin ich jetzt schon wieder? Schon wieder hier. Hier geht's jetzt aber nicht weiter. Weiß nicht, warum ich das so spannend finde. Day. Water. Wir machen es jetzt wieder schön. Love. Truth. Mal gucken, ob es jetzt dann anders wird. Life. Nö. Aber so schlüsselmäßig oder so liegt jetzt auch nichts rum, ne? Dass wir jetzt hier irgendwie weiter kämen. Die stehen halt wieder da rum. Ich habe auch noch eine Crowbar, aber hier ist jetzt nichts, was ich aufbrechen könnte, oder? Das Auto aufbrechen, mir eine Knarre holen und die über den Haufen schießen. Puh. Zurück muss ich ja eigentlich nicht. Von hier guckt auch keiner, hier ist nichts. Der. Häng ich jetzt hier irgendwie. Ja.
Okay. Und 9. August 1945 haben zum ersten Mal die USA Atomwaffen eingesetzt. Sie wurden auf japanische Städte Hiroshima und Nagasaki geworfen. Die Explosion war ungefähr 580 Meter hoch und hat eine kleine Sonne erzeugt. Die sich mehr oder weniger verbreitet hat durch die ganze Stadt und eine Energiewelle und Hitzewelle hat komplett alles zerstört eigentlich. 80.000 Opfer sofort auf einen Schlag. Hiermit drücken wir unsere Gefühle und unser Mitgefühl für die Familien und die Opfer aus. Okay, cool. Bisschen Gänsehautmäßig. Ist schon auch irgendwie crazy gewesen. War jetzt so eine Art Mini-Loop-Game irgendwie. Aber schon irgendwie geil. The Elevator. Night Revenge ist das nächste Spiel, welches wir spielen werden. Eine Frau allein zu Hause in der Nacht. Ein verrückter Mörder irgendwo ist in ihrem Haus. Diese Nacht. Ist es Night Revenge. Okay, ein kurzes Survival-Horror-Game, wo du alles tun musst, um zu verhindern, dass der Killer in dein Haus kommt. Okay, cool. Machen wir beim nächsten Mal. Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen hier bei der Trash Horror Collection. Wenn ihr Bock habt, ein bisschen zu supporten und so, dann macht das natürlich immer wieder gerne. Das unterstützt mich und meinen Kanal und macht das natürlich bei allen anderen Creatoren bitte auch. Denn so können wir eine Gemeinschaft weiterhin am Leben halten. Vielen, vielen Dank. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Reingehauen und ciao.